Herzlich willkommen. Mein Name ist Maike Danneberg. Zur ja, ganz normalen Realität oder verrückt, verwirrt oder doch ganz normal oder Wunden der Gesellschaft. Ich weiß nicht, ich könnte, glaube ich, jeden Tag 3, 4 Videos hochladen. Es ist auch für mich ein Bewältigungs-Verarbeitungsprozess. Ich hoffe doch auch Klarheit oder zumindest eine Meinung einzubringen, dass wir so manches vielleicht anders, ja, einordnen können, vielleicht begreifen können oder auch ja in einem anderen Licht sehen können. Dass wir eben nicht dieser Manipulation erliegen, dieser verrückt verwirrten Zeit. Gerade in der Zeit, wo so viel verrückt ist, Systeme sind verrückt, aber nicht nur jetzt, das war ja schon vor der Corona-Krise. Aber jetzt ist das wie ein Brennglas, dass all das, was schon im Untergrund eben schwelend und eben auch schon bemerkbar war, jetzt in voller Wucht aufbricht. Es ist wichtig, gerade das eben zu benennen, so gut als möglich zu begreifen, denn alles, was nicht begreifbar ist, macht ja auch Angst. Das ist ja genau die Ohnmacht in dieser verrückten Zeit, weil so vieles eben schon verwirrt ist. Ja, verwirrt im Sinne von eben Aussagen, Handlungen, die nicht zusammenpassen, die nicht stimmig, nicht eben kongruent sind, eben diese typischen Doppelbein-Situationen. Und wenn etwas so verwirrt, verrückt ist, eben in der Kommunikation, gerade als Kommunikationswissenschaftlerin, Psychotherapeutin, Traumatherapeutin, hoffe ich, hier auch Klarheit ja, vermitteln zu können in dieser verrückten Zeit. Gerade wenn etwas nicht begreifbar, verstehbar ist, eben verrückt und es zu Kommunikationsstörungen kommt durch diese verrückte eben Kommunikation, Doppelbein-Situation. Es wird etwas gesagt, im nächsten Satz wieder anders gesprochen, so eben, dass es verwirrt ist. Dazu habe ich natürlich gerade aus dem Grund eben Analyse Berndl, Mendel Reisinger und eben auch die Rede vom Bundespräsidenten hier analysiert. Deshalb ist es wichtig, achtsam zu sein, hinzuhören, ja, Fragen zu stellen, ja, auch kritisch zu sein, denn das ist eine Zeit, die, finde ich, sehr, sehr gefährlich ist. Und ich möchte hier auch Joachim Marz zitieren. Er ist ein bekannter deutscher Psychiater und Psychotherapeut. Und er sagt in seinem Video Das falsche Leben, das ich sehr, sehr gerne verlinke, ich durchschaue drei deutsche gesellschaftliche Normopathien: den Nationalsozialismus, den DDR-Sozialismus, dann auch ja, die narzisstische Gesellschaft. Ich ergänze das noch mit der psychotischen Gesellschaft. Wir sind ja von einer narzisstischen Gesellschaft in eine psychotische Gesellschaft eben mutiert. Eben aus dem Grund der Verrücktheit, dieser Widersprüchlichkeiten, der Maßnahmen, die nicht nachvollziehbar logisch sind, die für mich auch ihr und wir sind. Und wenn wir etwas, wie gesagt, nicht verstehen können, entsteht so ein Blackout im Gehirn, eben so eine benebelte, vernebelte Situation, wo wir eben nicht klar denken können. Und wenn wir nicht klar denken können, dann gibt es immer mehrere Möglichkeiten. Wir geben auf in die Depression und sagen, das hat ja alles keinen Sinn. Dieser Wahnsinn, ich bin ohnmächtig, nämlich die gelernte sozusagen Hilflosigkeit, ich kann ja nichts bewirken, ich kann nicht eingreifen. Und das ist genau die Gefahr. Denn diese Ohnmacht und die beste Wirksamkeit gegen Ohnmacht ist eben Wirksamkeit, Eigenmächtigkeit, die positive Seite der Macht, aber auch die positive Seite der Aggression. Nämlich Aggression aus dem Lateinischen bedeutet ja handeln, tun, kreieren, schaffen. Und wir können mit der positiven Aggression Menschenleben retten und Städte bauen und mit der negativen natürlich vernichten. Die Aggression, die Angst per se ist weder gut noch schlecht. Es ist immer die Frage des Motiv, die Dosis und die Wirkung. Und das ist immer zu beachten. Und deshalb braucht es auch die positive Behauptungs- und Abgrenzungsaggression, den Mut, die Courage, Stopp, Nein zu sagen, wenn unsere persönliche Integrität, unsere Würde, die Freiheit bedroht ist. Aber bitte auch hier die Dosis. Und auch wie, es entscheidet immer das Wie. Wir können Position beziehen, auch stark sein, Halt, Haltung geben, aber immer mit einem Niveau. Und deshalb ist es für mich so erschütterlich, dass gerade Frau Mendel-Reisinger eben
zwar auf der einen Seite sagt, wir müssen abrüsten mit den Worten, Wertschätzung, Respekt, und dann feuert sie eben entwertend, meiner Meinung nach, und beschimpft ja auch die Bevölkerung. Und das ist für mich nicht stimmig. Das ist eben genau verrückt. Und deshalb noch einmal gesagt, diese Reaktionsweisen, wenn wir eben unsere Bedürfnisse nicht mehr wahrnehmen, so gehen wir in eine Depression. Das hat auch Joachim Marz wunderbar hervorgehoben. Ich möchte es nur deshalb sozusagen verlinken, weil ich denke, die mehrere Expertenmeinungen verstärken auch das, was ja eigentlich logisch ist. Das heißt, wenn wir uns nicht behaupten, wenn wir uns nicht gut abgrenzen, Nein, Stopp sagen können, unsere Bedürfnisse wahrnehmen, so schlittern wir in die Ohnmacht, der Hilflosigkeit, der Depression, der Resignation. Das machen ja sehr viele Jugendliche. Die flüchten auch in die Internetwelt. Bis zu 16 Stunden, habe ich in der Krise gehört, sind Jugendliche im Internet, weil sie flüchten. Oder eben die Unterwerfung, die ist sehr ähnlich auch der Depression. Das heißt, man ist Mitläufer. Oder eben der Angriff, im Extremfall auch die Schockstarre. Das heißt, der Angriff, und wie gesagt, da gibt es die positive Aggression und die negative Aggression. Und es ist aber wichtig, eben wieder in die Eigenmacht, in die Wirksamkeit zu kommen. Denn nochmal, die beste Medizin gegen gelernte Hilflosigkeit, Ohnmacht, ist die Wirksamkeit, die Verbundenheit und die Verantwortung. Und genau das wurde uns in dieser Zeit genommen, nämlich die Wirksamkeit, die Verantwortung über unseren eigenen Körper zu entscheiden, verantwortlich zu sein und eben die Verbundenheit. Und genau das, ja, wurde unterbunden, sodass wir eben in diese Ohnmacht gekommen sind. Und das ist wichtig. Bitte die Verbundenheit stärken, die Wirksamkeit stärken und die Verantwortung stärken. Dann sind wir eigenmächtig. Dann sind wir aber auch stark. Denn dort, wo Verbundenheit, Gemeinschaft ist, Verantwortung ist, kann uns nichts trennen. Ja? Das heißt, dann sind wir wirklich emotional, psychosozial gestärkt. Und deshalb lehnen sich ja so viele Menschen auf, die dann sagen, ja genau, die Wirksamkeit wurde bedroht, also die Eigenmächtigkeit, die Verantwortung über das eigene Leben zu entscheiden, über den eigenen Körper und genau die Verbundenheit. Und das war den Verantwortlichen nicht bewusst. Das ist das Einmaleins des Menschenlebens, der Menschenkenntnis. Und dann benennen sie jene als Geister, also als sozusagen, wiederholt das jedes Mal, als eben Verrückte, nämlich Schwurbler und Covidioten, die genau sagen, ja, aber bitte, ich möchte meine Freiheit, ich möchte meine Würde, ich möchte meine Verantwortung, ich möchte aber auch mein Leben gestalten. Und natürlich als soziale Wesen braucht es auch immer den Anpassungsprozess. Wir können nicht immer sagen, ich will nur. Ja? Aber das ist ja klar, wir haben ja auch die Verantwortung übernommen. So viele Menschen haben diese Verantwortung getragen und übernommen. Aber es ist ein Maß, eine Dosis, die höchst pathologisch und giftig ist für einem selbst, aber auch für die psychosoziale Gesundheit. Es ist immer ein Anpassungsprozess, ja, zwischen ich und du. Und zwischen ich und wir. Und wir brauchen das Wir, damit wir gesund sind. Und dass wir eben auch in einer Gemeinschaft eingebettet sind. Das ist ein Grundbedürfnis. Und Alfred Adler hat auch gesagt, wenn uns sozusagen das genommen wird, dann ist das der emotionale Tod. Und das ist genau so fühlbar. Und jetzt möchte ich aber noch einmal zum falschen Leben zurückkommen, zu Joachim Marz. Er hat hier genau was Wunderbares erwähnt. Er sagt, es geht also immer um das Zusammenspiel einer Gesellschaft von Führungspersönlichkeiten und den sozialen und politischen Verhältnissen sowie den Bedürfnissen einer Mehrheit von Menschen. Und wenn diese Bedürfnisse eben auch problematisch sind, aus einem falschen Leben, aus einem falschen Selbst resultieren, dann werden eben auch falsche Persönlichkeiten gewählt, sodass ich den Satz, den ich einmal geprägt habe, jedes Volk hat die Führung, die es verdient. Das hat man sehr gut offensichtlich bei Trump gesehen. Genau diesen Zusammenhang, sage ich jetzt dazu, ist ergänzend, ja, genau, sagt er weiter, genau diesen Zusammenhang deutlich eben macht, als eine Mehrheit von Menschen mit einer bestimmten Problematik wählen dann die dazu passenden Führungspersönlichkeiten auch in Demokratien. Das muss nicht ausschließlich ein Autoritätssystem sein,
Diese Führungspersönlichkeiten gestalten wieder das falsche Leben, eben die Normopathie aus. Die Fehlentwicklung, das Normopathische, wird eben dann in die nächste Generation weitergegeben. Zitat Ende. Er sagt, wenn eben das Kranke zu viel ist und von der Masse als richtig gesehen wird, dann ist es eben normopathisch. Ja? Also das Pathische wird zur Normalität. Und das zeigt sich in unserer Gesellschaft, aber nicht nur jetzt, aber jetzt in einer unglaublichen, ich sage mal, Brachialgewalt, dass eben das durch die Verrückung, das sage ich hier noch einmal, Menschen, die Frieden wollen, Menschen, die Fragen stellen, Menschen, die sagen, ich möchte meine Freiheit, ich möchte eben wirksam sein, ich möchte verantwortlich sein und auch ja, in dieser Verantwortung auch etwas zur Gesellschaft beitragen. Denn wenn der Mensch in seinen Ansichten gesund ist, dann ist die Gesellschaft gesund. Wenn auch die Gesellschaft gesunde Ansichten hat, ist auch der Mensch, der Einzelne gesund. Das ist ja in der Wechselwirkung. Aber wenn diese kranken Systeme, diese Psychopathien, sage ich einmal, sagen, es ist wichtig, dass die Freiheit unterbunden wird, dass getrennt wird, dass isoliert wird, dass auch die Wirksamkeit unterbunden wird und das auf Dauer, schafft es natürlich eben kranke Systeme und dadurch kranke Menschen. Und deshalb ist es ja nicht verwunderlich, dass jetzt so viele Menschen psychisch erkrankt sind, in Not, in Verzweiflung sind. Und wie gesagt, das ist ganz wichtig zu erkennen. Und was ich aber noch dazu sagen muss, selbstverständlich zeigt sich ja immer, das heißt, eine bestimmte Problematik, das heißt, als sagt nochmal Johann Marz, also eine Mehrheit von Menschen mit einer bestimmten Problematik wählen dann die dazu passenden eben Führungspersönlichkeiten, auch in Demokratien. Aber ich möchte vielleicht hier noch ergänzen, auch hier differenziert zu betrachten, denn diese Führungspersönlichkeiten sind ja oft gar nicht gewählt. Also wenn wir uns zum Beispiel den Herrn Nehammer anschauen, oder schauen wir uns doch den Herrn Kurz an. Der wurde gewählt in einer Zeit, wo jeder geglaubt hat, dieser Mensch wird so viel verändern. Dieser Mensch wird sozusagen in seiner Jugend, in seiner Kraft, all das, was er versprochen hat, wird das System revolutionieren. Und natürlich hat er auch eine unglaubliche Präsenz und ich sage mal, Fähigkeit gehabt, das damals auch authentisch zu transportieren, glaubhaft. Dann, in weiterer Folge, hat sich das wahre Gesicht gezeigt. Und jetzt ist eine verbrannte Erde hinterlassen worden und die Politiker leben offensichtlich sehr gut. Und das ist genau die Gefahr. Das heißt, es ist nicht immer so, dass man jemanden wählt, weil man selbst eben ja, vielleicht narzisstisch oder gestört ist, sondern man wählt jemanden aus dem Vertrauen, dieser Mensch wird es anders oder besser machen, weil er oder sie es glaubhaft auch versichert. Das heißt, die Parteien versichern ja immer, wir sind die, die alles verändern, euch helfen, euch verstehen und das glaubhaft. Und dann stellt sich heraus, es ist alles oder vieles Lug und Trug. Und das ist jetzt genauso in der Regierung zu sehen. Es wird so viel Vorwahlen versprochen und dann zeigt sich aber das wahre Gesicht. Auch jetzt SPÖ, wer hätte gedacht, ich mache jetzt noch ein extra Video, dass hier die Gebühren in Wien erhöht werden und gleichzeitig schreibt man Preisgipfel und man kann doch nicht und so weiter. Das gleiche bei den Grünen. Das ist doch eine Partei für den Frieden und die lässt aber die Menschen gerade jetzt im Stich. Sie lässt arme, kranke Menschen im Stich und hat auch die Impfpflicht durchgesetzt. Das stimmt doch alles nicht zusammen. Ich bin zutiefst enttäuscht. Genauso die Neos, mit Wortgewalt. Sie waren doch die Partei der Freiheit und der Wirtschaft. Und jetzt haben sie alle Sanktionen mitgetragen und stimmen auch noch der Impfpflicht zu und gefährden auch die Neutralität. Und die Wortgewalten von der Neo-Chefin, das habe ich mehrmals analysiert. Eine Bedrohung für mich. Ich habe einen Sohn und ich denke, alle Eltern, die einen Sohn haben, aber unabhängig davon, fühlen sich bedroht, weil hier mit Wortgewalt gearbeitet wird. Und wir nicht mehr vertrauen können, dass eben da eine, unter Anführungszeichen Zurechnungsfähigkeit ist. Denn die Maßnahmen, die schon über die Jahre gesetzt worden sind, haben ja eben einen Flächenbrand hinterlassen. Und dann wird gestopft. Das heißt, das Schiff Österreich wird gebohrt, Löcher,
ja, ist gefährdet, hohe See. Der Herr Bundespräsident steht und sagt, blickt in die Ferne, sieht auch die Sterne Europas leuchten, aber offensichtlich nicht die Finsternis, die in Österreich droht. Das ist ja alles unglaublich wir. Und dann sind aber die anderen die Schuld. Die anderen, die bösen Dritten. Und das ist genau die Gefahr. Das heißt, wir wählen in guter Absicht. Manchmal haben wir auch nur die Wahl zwischen Pest und Cholera oder Leid und Elend, weil es eben offensichtlich niemanden gibt, der uns wirklich ja, das Gefühl gibt, da ist jemand mit Halt und Haltung. Wir dürfen vertrauen, wir dürfen verbunden sein. Und das ist genau das Fatale. Und deshalb ist es so wichtig, hinzuhören, hinzufühlen, hinzuschauen. Und auch wenn wir vielleicht manchmal nur die Wahl zwischen Elend und Leid haben. Aber ich glaube, wir haben die Wahl zu entscheiden, ob wir in der Verantwortung bleiben, in der Wirksamkeit, Eigenmächtigkeit und in dieser Kraft der Verantwortung, damit wir unser Leben doch auch noch gestalten können. Und wenn wir das im Kleinen verändern, dann können wir aber auch etwas für das Große tun. Alles Liebe, viel Kraft und Courage.